Es war auch 2013 ein Gesamtpaket, das bei der inzwischen 15. Dresdner Abwassertagung überzeugte. Grund dafür war nicht nur der neue Teilnehmerrekord, sondern auch die hochkarätigen Referenten, die am 26. und 27. März in der sächsischen Landeshauptstadt zusammenkamen. 440 Wasser- und Abwasserexperten nahmen an der 15. Dresdner Abwassertagung im Maritim Internationales Kongresscenter Dresden teil. Eröffnet wurde die Industrieausstellung am ersten Abend von Johannes Pohl, dem technischen Geschäftsführer der Stadtentwässerung Dresden. Die Dresdner Abwassertagung festigte über die Jahre ihre Position als wichtiger Branchentreff, bei der wichtige Themen angesprochen werden, über welche die Experten diskutieren und letztendlich auch Lösungswege aufzeigen. Es sind große Herausforderungen, die die Wasserwirtschaft nicht nur reaktiv, sondern aktiv annehmen muss. Und Stichpunkte dafür sind beispielsweise das Thema Energiewende, der demografische Wandel und damit verknüpft die Verbrauchsentwicklung oder eben auch die Frage des Klimawandels. Doch bevor es um diese Themen ging, ließ es am Eröffnungsabend Magic Andy im ICC richtig krachen. Mit einem ohrenbetäubenden Knall zerbarsten zwei wassergefüllte Metallkugeln unter dem Einfluss von flüssigem Stickstoff. Der selbsternannte Science Comedian brachte auch Wasser zum Singen, wie er selbst sagt. Der traditionelle Erfahrungsaustausch am Vorabend kehrte zurück in die Tonne unter den Dresdner Festungsmauern. Das Gewölbe des ehemaligen Studentenclubs Bärenzwinger war bis auf den letzten Platz belegt. So gemütlich wie die Sitzordnung wurde der gesamte Abend. Peter Till, einziges Ensemblemitglied des Universal Druckluftorchesters, webte seinen Klangteppich mit teils außergewöhnlichen Mitteln. Hinzu kamen typisch sächsische Tafelfreuden vom Buffet und gute Gespräche. Am Mittwochmorgen eröffnete dann Gunda Röstl, kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden, die 15. Dresdner Abwassertagung. Vom Dresdner Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel gab es die Grußworte der Landeshauptstadt Dresden. Er freute sich vor allem über die starke, nicht nur regionale Resonanz der Dresdner Abwassertagung. Hinzu kommt, dass die Teilnehmerinnen, aber auch die Aussteller aus allen Bundesländern da sind und nicht nur das, sondern auch Dresden Goes International erste ausländische Gäste zu begrüßen sind aus Polen, aus Belgien, aus Luxemburg, aus der Schweiz und das ist ein toller Erfolg. Den ersten Fachvortrag im Themenblock Zwänge und Chancen zur Veränderung hielt Rainer Zieschank, Chef der Dresdner Stadtwerke GmbH. Er brachte mit klaren Worten seinen Beitrag zur Energiewende aus Sicht eines Energieversorgungsunternehmens an die Teilnehmer. Veränderungen im Abwasserbereich betreffen aber auch den Klimawandel und vor allem den Klimaschutz. Das machten die weiteren hochkarätigen Referenten in ihren Vorträgen deutlich. Es ist schon ein interessantes Steckenpferd zwischen Klimaanpassung und Klimaschutz, was zu tun. Das ist sozusagen eine große Herausforderung. Also sozusagen auch meine Überlegung immer, dass wir jetzt immer stärker schauen, vom Entsorger zum Versorger, sprich Eigenversorger zu werden. Welche Aufgaben und vor allem entscheidenden Faktoren auf die Branche warten, machte unter anderem der Vortrag von Professor Dr. Peter Grebs von der Technischen Universität Dresden über das regionale Klimaanpassungsmanagement am Beispiel des Moduls Wassersysteme deutlich. Know-how hautnah zu erleben gab es in den Vortragspausen. Diese nutzten die Teilnehmer rege, um sich bei den Ausstellern über neue Systeme und Möglichkeiten der Umsetzung zu informieren. Es ist eine sehr gute Veranstaltung. Sie ist jedes Mal, eigentlich kann man sagen, besser geworden, größer geworden. Als Dresden-Unternehmen und Hersteller von Abwasserentsorgungsanlagen ist das für uns eine Pflichtveranstaltung hier. Wir sind sehr angenehm überrascht und werden hoffentlich nächstes Jahr wieder zu Gast sein können. Den vielen Inspirationen des Tages setzte René Bourbonus in seinem Vortrag noch eins drauf. Der Kommunikationsexperte bewies das mit seinem viel beachteten und belachten Beitrag über die Kunst der Rhetorik. Ein rundum gelungenes Gesamtpaket war die 15. Dresdner Abwassertagung, die im kommenden Jahr sicher wieder in allen Punkten übertroffen wird.